Wir sind hier in Marokko. Das ist ein absolut fantastisches Land zum Fotografieren. Es ist voller Leben. Wir haben fantastische Kameras. Ich habe noch nie mit einer Spiegelreflex fotografiert. Ich freue mich darauf zu lernen, wie man das Ding benutzt. Den Trubel in der Stadt einzufangen, wäre echt cool. Marokko ist ein wunderbarer Ort. Der perfekte Ort für den Anfang. Sowas wie diese Märkte hier habe ich noch nie gesehen. Auf den Straßen sind Hankern, Katzen, die Typen an den Ständen, die dir was verkaufen wollen. Es sausen Motorräder vorbei. Jetzt mal ehrlich, guck dich um. Hier ist so viel los. Es ist echt schwer, da ein spezielles Motiv zu finden. Du hast recht, es ist schwer. Hier ist echt viel los. Das Licht ist absolut unglaublich. Es schafft so einen staubigen Dunst, der uns vermutlich richtig gute Fotos bringen wird. Wir machen es so, wir halten uns im Hintergrund und warten einfach, bis jemand die Szenerie betritt. Etwas, das uns wirklich hilft bei so viel Bewegung, ist die Serienbildfunktion bei diesen Kameras. Wenn du den Auslöser gedrückt hältst, wird eine fortlaufende Fotoserie erstellt. Das hilft dir dabei, im Bruchteil einer Sekunde die perfekte Aufnahme zu schießen. Straßen, den Gassen, auf den Märkten ist irgendwie alles braun und lehmig. Und dann kommst du auf einmal in diese Gebäude, die auf eine unglaubliche Weise gebaut sind. Es ist ein absoluter Kontrast. Weil die meisten Räume hier über diese wahnsinnige Symmetrie verfügen, macht es richtig Spaß, diese geraden Linien zu fotografieren. Hier haben wir diesen fantastischen Torbogen. Wir sind im Dunkeln, also wird man dadurch auf dem Foto dann quasi rausgezogen, wenn es draußen hell ist. Ja. Es wäre toll, diese Tür in der Mitte des Bogens einzurahmen. Ich würde eine hohe Blendenzahl verwenden, damit du so viele Details wie möglich ins Bild bekommst. Das Shooting ist super. Wir haben unglaubliche Gebäude gesehen, abgefahrene Designs, Muster an den Wänden. Das waren gute Aufnahmen. Ich teile alle Fotos über mein Handy. Ich nutze die Nikon Snapbridge App. Damit kann ich die Fotos direkt von der Kamera auf mein Handy laden und dann hier durchscrollen, anstatt das auf der Kamera zu machen. Und kann sie dann super easy über Social Media teilen, damit meine Freunde sehen können, was ich auf meinen Reisen so mache. Wir fahren zu einem Aussichtspunkt, der uns empfohlen wurde, weil man dort in der goldenen Stunde kurz vor Sonnenaufgang atemberaubende Landschaften fotografieren kann. Aber während der Fahrt, auf dem Weg dorthin, sehen wir schon so viele tolle Motive, die wir einfangen wollen. Wunderschöner Sonnenaufgang. Ein fantastischer Bergrücken. Das sieht echt super aus. Die Sonne. Echt irre. Ich hätte jetzt echt gerne ein Model im Bild. Einfach nur für die Perspektive, aber seht mal, da unten sind ein paar Schafe. Sollen wir da mal runtergehen? Ja. Sollen wir mal sehen, ob wir da runterkommen? Vor der Reise dachte ich, fotografieren bedeutet, etwas zu finden, das toll aussieht und dann einfach ein Foto davon zu machen. Ross hat mir gezeigt, dass fotografieren eher bedeutet, dass man selbst ein großartiges Bild kreiert. Es ist eine Sache, darüber zu lesen, wie man eine Kamera benutzt, was die Features sind und wie man das Licht einsetzt. Aber ich glaube, die einzige Art, es richtig zu lernen, ist rauszugehen und zu fotografieren.